Ich kann nur wenige Meter laufen, ohne dass mir sehr schwindelig wird. Viele von uns sind richtig heftig chronisch krank. Ohne Ende. Das ist Mia, 35 Jahre alt. Long-Covid hat viele Gesichter und viele Betroffene hatten wie Mia nur einen milden Verlauf. Wir haben für euch recherchiert, wie hoch das Risiko ist, an Long-Covid zu erkranken. Und kann die Impfung davor schützen? Okay, jetzt erstmal kurz, wann spricht man überhaupt von Long-Covid? Mediziner unterteilen eine Corona-Erkrankung in drei mögliche Phasen. Die Akutphase der Erkrankung mit unterschiedlich schweren Symptomen. Aber nach spätestens 4 Wochen ist das meistens vorbei. Etwa 1/4 aller Covid-Patienten leiden aber sogar bis zu 12 Wochen unter der Erkrankung. Und dann gibt es noch die dritte Gruppe. Menschen, die mindestens 3 Monate nach der akuten Covid-Erkrankung noch deutlich in ihrer Gesundheit beeinträchtigt sind. Ja, das sind dann die Menschen, die gemeint sind, wenn man von Long-Covid spricht. Oder genauer, dem Post-Covid-Syndrom. So wird es in der Forschung oft genannt. Wir bleiben aber jetzt hier beim Begriff Long-Covid, weil der sich am meisten durchgesetzt hat. Okay, was heißt das jetzt deutlich beeinträchtigt? Es gibt nicht die 3 Long-Covid-Symptome. Long-Covid ist nicht scharf definiert. In der Literatur findet man über 200 Symptome und das macht es auch so schwer zu fassen. Aber die häufigsten Symptome sind die starke Erschöpfung. Darunter leiden laut einer Meta-Analyse 58% der Long-Covid-Patienten, 44% unter Kopfschmerzen, Konzentrationsstörungen haben 27%. Ähnlich häufig sind auch Haarverlust, Atemnot oder Geruchs- und Geschmacksverlust. Geschmacksverlust, das klingt jetzt erstmal irgendwie harmlos. Aber ich meine, man muss sich das mal vorstellen, wenn so eine richtig geile Spaghetti Bolognese einfach immer nur noch nach Pappe schmeckt und man nicht weiß, ob man jemals wieder richtig schmecken kann. Aber auch Schlaganfälle, Diabetes und Herzmuskelentzündungen können Spätfolgen von Covid sein, wenn auch selten. So, und wie häufig ist Long-Covid jetzt? Studien kommen da zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen. Aber insgesamt scheint sich eine Zahl herauszukristallisieren. Etwa jeder 10. Infizierte ist von Long-Covid betroffen. Jeder 10. von allen Infizierten, das wären bis heute grob 800.000 Menschen oder mit Dunkelziffer könnten es etwa 1,4 Millionen Menschen in Deutschland sein. Okay, das sind wirklich große Zahlen. Und ich höre schon die Zweifler unter euch, die sagen, das kann doch gar nicht stimmen. Naja, es ist tatsächlich schwierig, gute Daten zu Long-Covid zu bekommen, weil oft sind die Studienergebnisse nicht aussagekräftig, zum Beispiel, weil die Stichprobe klein ist oder weil es keine Kontrollgruppe gibt oder weil Patientinnen nur befragt, aber nicht systematisch untersucht wurden. Und viele der Symptome, die könnten doch auch andere Gründe haben, oder? Ich meine, die Pandemie ist für uns alle anstrengend. Welche Rolle spielt es, dass wir Freunde und Familie kaum mehr sehen? Existenzängste, dass viele rumsitzen. Das ist doch auch belastend und macht müde und abgeschlagen oder vielleicht auch kurzatmig. Wie soll man das denn dann überhaupt ausschließen, dass es nicht doch psychosomatisch ist? Ja, und mit diesem Vorurteil haben viele Long-Covid-Betroffene tatsächlich zu kämpfen. Um das wirklich sagen zu können, müssten Menschen erstens am besten schon vor Corona untersucht worden sein, um zu zeigen, dass es auch wirklich neue Symptome sind. Und zweitens bräuchte es eine Kontrollgruppe, die genauso auch durch Lockdown und Pandemie betroffen war, aber eben nicht infiziert. Und genau das liefert eine große Studie aus Norwegen. Über 70.000 TeilnehmerInnen wurden da schon vor Corona regelmäßig untersucht, um die Entstehung von Krankheiten bei Eltern und Kindern zu untersuchen. Als Corona dann kam, wurden die Infektionen direkt miterfasst. Und da zeigt sich eben, dass typische Long-Covid-Symptome in der Gruppe der Infizierten deutlich häufiger aufgetreten sind. Und um das abzuschließen, Long-Covid-Symptome kann man auch messen. Chronische Erschöpfung zum Beispiel, die lässt sich durch eine Handkraftmessung zeigen. Die Kraft der Muskeln ist bei manchen Menschen mit Long-Covid vermindert und lässt deutlich schneller nach. Man kann durch Blutungsstörungen in den kleinen Blutgefäßen im Auge messen. Und man kann kleine Blutgerinnsel sichtbar machen, die durch Corona entstehen. Wenn ihr jetzt sagt, Moment, Blutgerinnsel? Dazu gleich mehr. So, es gibt also eine Menge Leute, die noch ziemlich lange etwas von ihrer Covid-Erkrankung haben. Und das sind ganz unterschiedliche Ausprägungen. Die Fälle, die in den Studien als weniger schwer bewertet werden, leiden zum Beispiel auch noch nach einem Jahr an Geruchs- oder Geschmacksverlust oder können sich zum Beispiel lange nicht so richtig konzentrieren. Und dann gibt es Menschen, die zu schweren Long-Covid-Fällen gezählt werden, wie mir oder Dr. Kahn, den lernt ihr gleich kennen. Unsere Autorin hat mit Ihnen für eine Dokumentation gesprochen. Den Link dazu findet ihr unterm Video. Ich schätze, was vielen Menschen nicht klar ist, ist, dass Long-Covid dich komplett aus dem Leben reißen kann. Viele von uns sind arbeitsunfähig. Viele von uns sind richtig heftig chronisch krank ohne Ende. Also bei Betroffenen der ersten Welle, so wie bei mir, sind die dann jetzt seit März 2020 betroffen und können sich nur noch sehr, sehr geringfügig bewegen. Also ich kann nur wenige Meter
laufen, ohne dass mir sehr schwindelig wird. Und das ist auch nicht wirklich therapierbar. Man kann nur symptomatisch helfen. Mia hatte einen milden Verlauf, der dann fast fließend in Long-Covid überging. Das ist also kein, ich bin einfach noch ein bisschen schlapp, sondern bestimmte Dinge gehen einfach gar nicht mehr. Eindrücklich schildert es auch der britische Lungenfacharzt Dr. Asad Khan. Er hat Covid-Patienten behandelt, bis es ihn in der zweiten Welle selbst trifft. The last 10 months, I felt like, you know, I had no life. I had pericarditis, so the heart covering was inflamed, and also I had extreme fatigue. Any exertion, and just talking to you like this, that would put me in bed for several days. For me, the most distressing thing, or one of the most distressing things, was it affected the urinary bladder. So I lost control, and I've had to wear pads. And that's very embarrassing for an adult male. I just felt like I was completely dependent and I'd had my life stolen from me. Okay, das sind harte Fälle. Aber wie viele von den Long-Covid-Patienten sind schwer betroffen? Auch das kann sich noch ändern. Aber aktuell schätzen WissenschaftlerInnen etwa die Hälfte. Wie beeinträchtigt sie sind, sieht man unter anderem daran, dass einige kaum oder gar nicht mehr arbeiten können. In einer amerikanischen Patientenstudie hat fast jeder zweite Long-Covid-Betroffene angegeben, auch ein halbes Jahr nach der Erkrankung das normale Pensum bei der Arbeit nicht mehr zu schaffen. Und jeder fünfte Long-Covid-Patient war in dieser Studie sogar arbeitsunfähig aufgrund von Long-Covid. Und mit allen Unsicherheiten, die da jetzt noch dranhängen, einfach mal zur Veranschaulichung. Wenn wir diese Zahlen aus dieser Studie jetzt mal nehmen und also von 10% Long-Covid-Betroffenen aller Infizierten ausgehen, davon jeder fünfte, wären wir bei 2% der Menschen, die nach einer Infektion nicht mehr arbeiten gehen können. Und da wir immer mehr Infizierte haben, summiert sich da ganz schön was auf. So, jetzt ist die Frage, wie lange dauert das? Geht das wieder weg? Und da muss man sagen, man weiß es nicht. Bei manchen verschwinden die Symptome von alleine wieder. Zum Beispiel der Geschmackssinn kommt irgendwann einfach wieder. Aber manche bleiben eben auch krank und leiden oft schon nach kleinen Anstrengungen an krasser Erschöpfung. Und da weiß man eben nicht, ob sie jemals wieder gesund werden. Dafür hat man die Krankheit einfach noch nicht gut genug verstanden. Was man ja wissen will, kann es auch mich treffen. Bei Covid sind es ja eigentlich immer eher die älteren Menschen, deren Risiko hoch ist. Zum Beispiel das Risiko für einen schweren Verlauf. Bei Long-Covid aber fällt auf, dass alle Menschen betroffen sein können. Auch viele junge Erwachsene. Und das eben auch nach milden Verläufen. Was man mittlerweile sagen kann, wenn die akute Covid-Infektion mild bis eher moderat verlief, also wenn die PatientInnen nicht ins Krankenhaus mussten, dann scheinen Frauen etwas öfter von Long-Covid betroffen zu sein. Und je heftiger die Symptome bei solchen eher milden Verläufen waren, desto höher auch das Risiko für Long-Covid. Also jetzt könnte man ja denken, okay, bei Omikron scheinen die Verläufe ja milder zu sein. Könnte es dann nicht auch so sein, dass es seltener zu Long-Covid kommt? Schön wär's, kann man nur leider jetzt noch nicht zu sagen. Das wäre zum jetzigen Zeitpunkt, ehrlich gesagt, Spekulation. Okay, also es gibt super viele Symptome, teilweise richtig heftig. Aber was ist eigentlich die Ursache? Was passiert da im Körper? Inzwischen weiß man, Corona kann nicht nur die Lunge, sondern viele Organe und eben auch die Innenwände der Blutbahn im gesamten Körper befallen. Dort sitzen Epithelzellen und die haben auch ACE2-Rezeptoren. Das sind ja die Rezeptoren, die wir zum Beispiel auch auf den Schleimhäuten oder in der Lunge haben und die das Virus benutzt, um in die Zelle zu kommen. Wissenschaftler vermuten jetzt, dass zwei Mechanismen bei Long-Covid eine Rolle spielen. Zum einen eine anhaltende, starke Immunantwort auf das Virus und zum anderen eine Störung der Durchblutung. Okay, also zur fehlgeleiteten Immunreaktion. Das Virus ruft im Körper eine starke Immunantwort hervor. Dabei kann es passieren, dass sich Antikörper, die uns ja eigentlich gegen Viren verteidigen sollen, sich plötzlich gegen gesunde Körperzellen richten können. Die nennt man dann Autoantikörper. Der Körper ist dann andauernd im Alarmzustand. Dadurch werden unter anderem die Signalwege des autonomen Nervensystems gestört. Und das steuert ja zum Beispiel unsere Atmung und den Herzschlag. Durch eine andauernde, niedrigschwellige Entzündung wird das Immunsystem immer wieder aktiviert. Und das würde erklären, wieso man ständig Symptome hat. Das ist der eine Mechanismus.
Der andere könnte eine gestörte Durchblutung sein. Während der akuten Erkrankung entzündet sich die innere Schicht der Adern. Danach ist die Durchblutung vor allem in den kleinsten Gefäßen oft schlechter. Es gibt auch Berichte über kleine Blutgerinnsel und Schäden an den Kapillaren, den feinsten Blutgefäßen. Wenn die aber gestört sind, dann können Muskeln und Organe nicht mehr richtig mit Sauerstoff versorgt werden. Weil diese kleinen Gefäße aber überall im Körper zu finden sind, könnte das die Vielzahl der verschiedenen Symptome erklären. Auch bei Dr. Kahn wurden Blutgerinnsel gefunden. This message that this is psychological, this has to end. This is nonsense. This is a very serious multi-system disease. Bei vielen Menschen mit Long-Covid ist auch die Steuerung und die Funktion der großen Gefäße gestört. Das hat teilweise heftige Konsequenzen. Dr. Kahn zum Beispiel muss am ganzen Körper Kompressionskleidung tragen, um überhaupt stehen und laufen zu können, weil ihm sonst das Blut in die Beine sackt und in den oberen Organen fehlt. Dieses Krankheitsbild ist auch als posturales Tachykardie-Syndrom bekannt, kurz POTS. Okay, die fehlgeleitete Immunreaktion und die gestörte Durchblutung könnten also zwei Ursachen von Long-Covid sein. Es werden aber auch noch andere diskutiert, zum Beispiel, dass das Virus oder Teile vom Virus bei Long-Covid-Patienten im Körper bleiben und so dauerhaft zu Entzündungen führen könnten. Und es wurde auch schon beobachtet, dass das Virus das Nervensystem und das Gehirn direkt geschädigt hat. Jetzt muss man sagen, SARS-CoV-2 ist ja nicht das einzige Virus, nach dem es manchen Infizierten noch lange schlecht geht. Diese krasse Erschöpfung, die kennt man auch nach anderen Virusinfektionen. Mit dem Epstein-Barr-Virus zum Beispiel. Das ist das, was auch das pfeifrische Drüsenfieber auslösen kann. Und besonders schwer Betroffene leiden am, vielleicht habt ihr das schon mal gehört, chronischen Erschöpfungssyndrom, ME/CFS. Und das Interessante ist jetzt, ein Teil der schweren Long-Covid-Patienten ähnelt diesen Patienten mit ME/CFS. Das Leid der Betroffenen bleibt weitgehend unsichtbar, weil chronisch erschöpfte Menschen können nicht demonstrieren. Wir können nicht auf die Straße gehen. Und die Situation ist nicht neu. Das war auch schon vor Covid-19 der Fall bei ME/CFS. Und da gibt es bis jetzt leider keine heilende Therapie. Und vielleicht ist das jetzt auch für die deshalb eine Chance, wenn es jetzt mehr Aufmerksamkeit bekommt und deshalb auch mehr Forschung gibt. Ein Riesenthema auch Long-Covid bei Kindern. Wie bei den Erwachsenen auch, lässt es sich hier nur super schwer sagen, wie häufig es wirklich ist. Die Studien weichen krass voneinander ab. Was sich aber andeutet, ist, dass Kinder wohl seltener betroffen sind als Erwachsene. Es berichten zwar bis zu 15% noch nach 3 Monaten von einzelnen Symptomen. Aktuell geht man aber davon aus, dass vermutlich ein niedriger, einstelliger Prozentbereich, wir müssen so vage bleiben, von Kindern und Jugendlichen nach einer Covid-Infektion noch wirklich lange anhaltende Symptome hat. Die allermeisten Kinder werden mit der Zeit wieder so fit wie vorher. Jetzt kann man sagen, oh ja, okay, aber das ist ja dann nicht viel. Aber in absoluten Zahlen dann eben doch. Wenn wir jetzt mal optimistisch von nur 1% der erkrankten Kindern ausgehen würden, die Long-Covid bekommen, dann wären das, die Dunkelziffer mit eingerechnet, bei 2,6 Millionen infizierten Kindern bis 14, die wir bis heute haben, schon mindestens 26.000 Kinder mit Long-Covid. Und das ist dann eben gar nicht mal so wenig. Tja, und jetzt? Wenn wir doch mittlerweile wissen, dass vermutlich jeder von uns auf das Virus treffen wird, ob jetzt mit Impfung oder ohne, was heißt das für uns? Kann mich eine Impfung vor Long-Covid schützen? Es wäre super schön, wenn wir jetzt einfach mal Ja sagen könnten. Aber tatsächlich wurde diese Frage, auch wenn sie total wichtig ist, bislang kaum untersucht. Wir wissen, dass die Immunantwort kurz nach der Impfung das Virus mit hoher Wahrscheinlichkeit daran hindert, überhaupt in die Zellen einzudringen. Also ohne Infektion kein Long-Covid. Schon mal gut. Der Schutz vor Infektionen nimmt aber ja ab. Vor allem bei Omikron. Was ist also, wenn man jetzt trotz Impfung doch erkrankt? Klar ist, es gibt Menschen, die Long-Covid bekommen haben, obwohl sie geimpft waren. Und trotzdem deuten einige Studien darauf hin, dass die Impfung das Risiko senkt. Manche sprechen von einem halbierten Risiko, langanhaltende Symptome bekommen zu können, manche von noch mehr. Es gibt aber auch Studien, die sehen keinen guten Schutz vor Long-Covid. Leider muss man einfach sagen, bisher reicht die Qualität der Studien noch nicht aus, um dazu eine gesicherte Aussage zu treffen. Aber dass die Impfung auch bei einer Durchbruchsinfektion das Risiko vor Long-Covid senkt, wäre zumindest plausibel. Aber was kann man jetzt machen, wenn man Long-Covid hat? Gibt es eine Therapie? Es gibt bisher keine wissenschaftlich abgesicherte Behandlungsmethode. Aber es gibt experimentelle Behandlungsansätze. Zum Beispiel in Sauerstoffüberdruckkammern. Da atmen Patienten reinen Sauerstoff, damit die Zellen überall im Körper wieder besser versorgt werden. Weil, wir erinnern uns, Long-Covid ja was damit zu tun haben könnte, dass zu wenig Sauerstoff im Körper ankommt. Einzelnen Covid-Patienten hat das geholfen. Oder mit Blutwäsche, um die kleinen Gerinnsel, mögliche Virusreste und Autoantikörper
die zu schlechter Durchblutung führen können, aus dem Blut zu filtern. Das nennt man Help-Apherese. Auch an Medikamenten wird geforscht. Forscher in Erlangen zum Beispiel prüfen aktuell ein Medikament namens BC007 bei Long-Covid-Patienten. Das ist ein Herzmedikament, das sich gegen Autoantikörper richtet und das zu einer verbesserten Durchblutung führen soll. Deshalb sind jetzt vor allem zwei Dinge wichtig. Long-Covid ist ein Problem, das man ernst nehmen muss. Das gilt für Ärztinnen, Lehrer, Arbeitgeberinnen, Freunde und Familie, die zum Beispiel sagen, ach komm, stell dich doch nicht so an, wir sind alle erschöpft. Es ist schon jetzt da und es wird vermutlich noch stärker auf uns zukommen, je mehr Infizierte es gibt. Und daraus folgt eben auch, es muss Geld und Forschung geben, um zu gucken, wie man den Menschen mit Long-Covid helfen kann. Also teilt dieses Video gerne, damit das Thema mehr Aufmerksamkeit bekommt. Und gibt es noch ein anderes Thema, bei dem ihr denkt, da braucht ihr gute Einordnung für, wir sollten das mal recherchieren, dann schreibt es uns und abonniert gerne unseren Kanal. Macht's gut, ciao.